Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Werner Frohwein haben wir jetzt ja gerade gesendet und es geht jetzt Schlag auf Schlag mit den Geburtstagskindern. Wir haben heute auch wieder einen ganz, ganz besonderen Namen, den wir uns vornehmen. Und da kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, was er alles im Motorsport erlebt hat und vor allem, wie lange er schon dabei ist oder dabei war. Er ist vielleicht einer der letzten noch lebenden Ursprungs-Silberpfeil-Piloten, hat die ganz großen Namen gegen sich fahren sehen und hat seinen 95. Geburtstag gefeiert. Der Name ist Hans Herrmann und über den wollen wir heute reden. Und dazu bin ich verbunden mit einem, der ganz, ganz viele Jahrzehnte dieser Karriere begleitet hat und das ist Rainer Braun. Moin Rainer. Moin Carsten, also es ist mir ein großes Vergnügen, heute über Hänschen zu reden. Auch Hans im Glück, von mir immer gerne tituliert, ja, ist letzten Donnerstag 95 geworden. Ein biblisches Alter für einen Rennfahrer, ja, der wirklich alles erlebt hat in seinem Rennfahrerleben, was man an Positiven und an Negativen erleben kann. Der sich sämtliche Knochen gebrochen hat bei irgendwelchen Unfällen irgendwo und irgendwann. Und der dennoch heute dasteht wie ein, ja, ich sag fast wie ein junger Gott mit 95. Im Geiste völlig frisch und klar, ja, auch körperlich einigermaßen noch beweglich, obwohl, wie gesagt, da alles schon mal zu Bruch gegangen ist. Vor 2 Jahren, der letzte Bruch, hat erstmal die Hüfte wieder gebrochen vor 2 Jahren. Dachte, solche Geschichten. Aber das hat ihn alles nicht gestört. Er kämpft sich da durch und er steht wirklich noch wie eine Eins im Leben. Und ich kann das wirklich insofern auch bestätigen, weil ich ihn schon mehrfach besucht habe zu Hause und mich da selbst von überzeugt habe. Wir haben auch an seinem Geburtstag natürlich telefoniert, lange miteinander geredet. Er hat sich dann einen Tag später noch bedankt für die Speedweek-Geschichte, die ich ihm geschrieben habe. Und das zeichnet ihn auch aus, dass er auch zum Telefon greift und sich dann mal für irgendwas bedankt und sich freut darüber. Eine Reaktion von jemand, der in diesem hohen Alter das überhaupt noch alles registriert, mitkriegt, verarbeitet und verinnerlicht. Ich finde das sensationell und deswegen haben wir uns entschlossen, wir beide, heute machen wir Hänschen. Ja? Oh, also unbedingt ein Name, der natürlich auch ständig und immer bei mir fällt oder nicht nur, dass ich ihn bei mir im Podcast hatte, sondern auch zum Beispiel Kurt Ahrens ist ja ganz eng mit ihm befreundet, erzählt die wildesten Geschichten von den beiden und auch jeder andere Mercedes-Pilot, der ist natürlich, redet voller Ehrfurcht von Hans Herrmann. Man kann das gar nicht hoch genug aufhängen, was der alles gemacht hat. Ja, der Kurt Ahrens war ja Teamkollege von Hans Herrmann im Porsche-Werksteam. Genau, ja. Denn ich muss dazu sagen, also seine wirklich große Zeit in den 50er Jahren als Formel-1-Pilot, als Silberpfeil-Pilot, habe ich ja gar nicht mehr so ganz speziell mitbekommen und verinnerlicht. Da war ich noch ziemlich jung. Du bist einfach zu jung für Schule gegangen, hab noch Fünfer und Sechser geschrieben und habe auch mal geschwänzt zwischendurch, um mal irgendwas anderes zu machen, anstatt in die Schule zu gehen. Aber eigentlich, Hans und ich sind uns erst begegnet, als er Abarth-Werksfahrer war. Und ich eine meiner ersten Reportagen in Wien-Aspern hatte. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt zeigen wir erstmal das erste Bild, unser Jubilar. Ja, so wie dieses Bild hier sich darstellt, so sieht er heute auch aus. Es ist ja genau 1:1 eine Kopie des wahren Lebens, so wie der Hans Herrmann heute ausschaut. Und ich finde, das ist für 95 gewaltig. Absolut, absolut. Wird gut gepflegt, natürlich. Ja. Natürlich, der wird natürlich von seiner Madeleine, von seiner Frau, mit der er auch ein halbes Jahrhundert schon zusammen ist und länger, wird er gehegt und gepflegt und getan und gemacht. Und er hat zu Hause natürlich ein Paradies. Madeleine sagt immer, der geht in die Wirtschaft, ins Wirtshaus, kerzengrad hinein zu seinem Stammtisch, ja, kerzengrad wieder raus, setzt sich in seinen Smart, fährt nach Hause, fällt dort in den Sessel und lässt sich als Pflegefall behandeln. Und er ist natürlich ein cooler Hund. Er hat mich empfangen bei sich zu Hause fürs Interview, für den Podcast. Und ich bin hin, habe geklingelt. Und er hat mich im offenen Hemd empfangen. Also es war wirklich komplett aufgeknüpft. Und dann hat er gefragt, wie lange wir brauchen, weil er gleich seine Massage hat. Jeden Tag kommt wohl jemand, der ihn massiert. Oder ich weiß nicht, jeden Tag. Aber erst war dann seine Frau dran. Und dann hat er mir großzügigerweise eine Stunde gewährt, die ich dann, bevor er sich Massage auf die Massage fällt unter das Thema Hausbesuche. Nein, aber es ist wirklich eine Legende. Ne? Wenn der die, ja, Tür aufmacht, oder da geht es einfach aber schon die Haare am Arm hoch. Jetzt gucken wir uns mal das nächste Bild an. So haben in die Frühgeborenen alle in Erinnerung, dieser alte Pappdeckelhelm aus der Silberpfeil- und Porsche-Zeit, aus der Frühzeit von Porsche und von den Silberpfeilen. Dieser Helm, das ist natürlich, sie ist ja Klebeband darüber und ein Ohrenschutz aus Leder.
viel hat er nicht ausgehalten, wenn du den Schädel angeschlagen hast. Gell? Was meinst du, was die für einen Dreck ins Gesicht bekommen haben, oder? Kann ich dir sagen. Das ist unglaublich. Ja, und das war so der Hans Hermann der frühen Jahre. So sah er aus. Und das hier ist zum Beispiel ein Bild noch aus der Silberpfeilzeit. Das stammt vom Großen Preis von Frankreich 1954 aus Rouen, wenn ich das richtig erinnere. Der Hans steht in der zweiten Reihe, der hat die 22. Vorne links im Bild, das dürfte der Fancho sein. Daneben der dritte Silberpfeil, das weiß ich jetzt nicht, wer drin sitzt. Auf jeden Fall sind das die drei Silberpfeile, Reihe 1 und Reihe 2. Hänschen Hermann, Reihe 2 mit der Nummer 22. Interessant ist auch der Herr, der da noch kniet neben dem Auto beim Start. Stimmt. Rechts. Hat sich ein ganz sicheres Plätzchen ausgesucht. Das müsst ihr mal vorstellen, die sind so mit ihren offenen Rädern da gestartet, ne? Ja klar, vielleicht schraubt er noch am Hinterrad rum, während sich das schon dreht. Oder die Bremsleitung fest. Aber es ist, das musst du dir mal vorstellen, der steht jetzt in diesem Fall hinter einem Juan Manuel Fangio. Ja. Was das für Namen sind. Und der feiert jetzt seinen 95. Geburtstag. Das ist unglaublich. Gut, in dem Feld, das sind drin, ist der Tony Brooks mit drin. Da ist da, ach was weiß ich, wer da alles noch mit drin ist. Ja, es ist ohne Ende, sage ich dir. Ja. Also tolle Zeit, Hans hat sie mitgemacht. Ich leider nicht nur am Rande, nicht mit der Nase direkt drauf und vorne und dabei. Das kam erst später, aber wie gesagt, das Bild wollte ich auf jeden Fall nochmal der guten Ordnung halber zeigen. Genauso wie dieses hier. Das ist die Mercedes-Werksmannschaft, die beim Gran Premio Argentino oder Argentina damals mit den 300 SE durch die Wüste gedonnert ist. Oder vielleicht waren es auch nur die 200 SE, also die Limousinen, die sind damals den großen Straßenpreis von Argentinien gefahren. Mhm. Und da haben wir im Bild von links nach rechts. Soll ich dir was sagen? Bis auf den Hans Hermann lebt überhaupt keiner mehr. Das sehe ich jetzt erst. Ja. Also links steht der Eberhard Mahle, der ist jetzt von der ganzen Riege als letzter gestorben. Stimmt, letztes Jahr. Dann der Rainer Günzler, schon lange, lange tot. Der große ZDF-Mann und auch Mercedes-Werksfahrer und überhaupt Hobby-Rennfahrer. Stell dir mal vor, der war damals ZDF-Mann. Im Sport, hat Sportstudio gemacht und war Mercedes-Werksfahrer. Das musst du da heute mal reinziehen. Das geht ja überhaupt nicht mehr, gab es. So, und dann Hans Hermann neben Rainer Günzler. Dann der Karl Kling, damals auch Mercedes-Rennfahrer und später auch Sportchef nach dem Alfred Neubauer. Mhm. Neben dem Karl Kling guckt der Manni Schiek raus. Das war ein Spezialist für den Rallye-Sport für die Rundstrecke, das war ein Allround-Talent. Und ganz rechts steht der Walter Schock. Das ist kein Opernsänger, sondern das ist der Beifahrer vom Rolf Moll. Die beiden haben mal für Mercedes die Rallye Monte Carlo gewonnen in den 50ern. Also eine interessante Versammlung. Leider, aber bis auf Hans Hermann alle nicht mehr da. Ja, die sind da geehrt worden. Und zwar ist das eine Mercedes-interne Ehrung, glaube ich, die da stattgefunden hat. Der Eberhard Mahle, der fehlt mir natürlich auch. Ne? Mit dem habe ich ja nochmal telefoniert sogar. Der Eberhard Mahle sieht ja hier sehr unterernährt und untergewichtig aus. Der hat sein ganzes Leben so ausgesehen. Der hat nie mehr als 60, 62 Kilo gewogen. Das ist auch heiß. Ja. So, mit diesem Bild ist der Hans Hermann ja weltberühmt geworden. Das ist die Avus. Der berühmte Avus-Crash 1959 im BRM, da ist eigentlich wiederholt schon wieder der Begriff Hans im Glück geboren worden oder hat wiedergeboren worden. Dieser Begriff hat hier wieder seine Berechtigung. Der Hans fliegt aus dem Cockpit, sieht das Auto über sich hinwegfliegen und ja, ein paar Schürfwunden, ansonsten wieder davon gekommen. Stell dir das mal vor, was ein Riesenunfall. Und dann fliegt er auch noch aus dem Cockpit raus. Ne? Weil über Gurte haben wir nur damals ja gar nicht geredet. Ne? Also das ist so unvorstellbar. Aber der hat ja so einige von den Dingern hingelegt. Er erzählt es auch bei mir. Also das ist, man sitzt ja wirklich fasziniert. Ich habe das Bild nochmal mit dem Hans kommentiert. Wir hatten da eine sogenannte Berliner Runde zum 90-jährigen Jubiläum der AWUS. Das ist jetzt so 10 Jahre her. Und das Bild kommt sogar später nochmal irgendwann in meiner Galerie. Und da haben wir über das Bild auch geredet und das war allen so geläufig und der Hans hat da mit einer Ruhe drüber geredet, als ob das alles gar nichts gewesen wäre. Ja. Übrigens, der Stuhl vom Streckenposten ist auch leer, der ist vor Schreck runtergefallen. Der ist vom Stuhl gefallen und weggelaufen, das wusste ich, das hat der Hans dann erzählt. Man sieht ja an der langen Geraden. Das hat er alles noch gesehen und registriert. Man sieht ja an der langen Geraden, mit was für einem Tempo er da angekommen ist. Ja, klar.
Bremsversagen. Ne? Bremsversagen, genau. Ja. Das ist die Südkurve auf der Airbus. Also der Wendepunkt oben, wo es dann wieder runter ging Richtung Funkturm. Faszinierend. So, jetzt sind wir in der Zeit angekommen, wo ich mit dem Hans angefangen habe, sehr eng zu kommunizieren und wo wir auch, ja, ich will nicht sagen, enge Freunde geworden sind, aber doch sehr gute Bekannte, die gut miteinander konnten und die viel Spaß miteinander hatten. Und der Hans hat mir sehr viele Wege geebnet, hat mir Türen geöffnet, hat auch bei dem schwierigen Fall Carlo Abarth, den wir hier rechts im Bild sehen, im Regenmantel, immer wieder Tipps gegeben, wie man an ihn besser rankommt, wie man ihn nicht reizt, wie man von ihm hört, was man hören will. Das alles hat mir der Hans ermöglicht und das war etwa um 1963 herum. Da hatte er dann die ganz große Grand Prix-Karriere hinter sich und hat sich gesagt, jetzt gehen wir noch ein bisschen Geld verdienen und fahren bei Abarth, fahren bei Porsche und fahren alles, was Spaß macht und gucken, dass die Haushaltskasse gefüllt wird, so ungefähr. Sehr gut gemacht. Dieses Bild ist entstanden in Wien-Aspern 1963, zeigt den Hans im Sportwagen, das ist der 2 oder 3 Liter Abarth-Sportwagen. Und der Willi Löwinger, der berühmte ÖASC-Präsident, beugt sich mit dem Regenschirm übers Auto oder hält sich am Regenschirm fest, kann man jetzt halten sehen, wie man will. Rechts der Carlo Abarth und neben Carlo Abarth auch der Leitmechaniker von Hans Herrmann bei Abarth, der später übrigens bei Ferrari gelandet ist. Okay. In der Formel 1. Und hier haben wir das Ergebnis des eben gezeigten Wien-Aspern-Jahrgangs 1963, Hans Herrmann unterm Kranz mit Carlo Abarth zusammen. Das ist jetzt das Sportwagenrennen, was er gewonnen hat an diesem Tag. Ich habe das Rennen damals kommentiert. Es war einer meiner ersten Auftritte in Österreich als junger Streckensprecher. Und ich hatte das Vergnügen, dann gleich 3 Abarth-Siege mit Hans Herrmann zu kommentieren. Es hat mich tief beeindruckt damals, dass ein Rennfahrer an einem Tag 3 Rennen gewinnen kann. Das kannst du dir ja heute auch nochmal vorstellen. Ja, ja. Überhaupt, dass er an 3 Rennen teilnimmt, ist ja schon bewundernswert. Ja, aus heute. Der hat alle 3 gewonnen mit dem kleinen 1000er TC, dann mit dem 1300 OT und mit diesem Ding hier. Ja, und später kam dann noch ein 2 Liter GT dazu. Das war aber dann nach Aspern, das haben wir dann in Wunsdorf zum Beispiel gehabt. Da fuhr er auch mit dem kleinen und mit dem GT, da waren es 2 Siege. Also Carlo Abarth, das war ist ja ein großer... diese Abarth-Zeit, die hat der Hans schon sehr geprägt. Ja, Carlo Abarth war ja ein großer Hans-Hermann-Fan. Absolut. Also das hat mir die Anneliese Abarth, die ich ja jetzt im Podcast hatte, die hat das auch erzählt. Also die erzählt immer noch viel von ihm. Der Hans hat mir mal gesagt, dass er es hat nie glauben können, dass der Abarth gesagt habe zu einem Journalisten, er habe noch nie einen Rennfahrer erlebt, der mit so wenig Risiko so schnell fahren kann. Und das war natürlich für den Hans ein Ritterschlag. Der Abarth hat ja an allem was auszusetzen gehabt und an jedem. Er hat seine Rennfahrer beschimpft, er hat sie zum Teufel gejagt. Ja. Der hat wirklich überhaupt keine Rücksicht auf niemanden genommen. Dem war nichts gut genug. Den Hans hat er verehrt. Hm. Ja, obwohl, da gab es auch Situationen, das musste einfach ertragen beim Abarth. Das ging gar nicht anders. Gell? Ich erinnere mich an die Europa-Bergmeisterschaft Trento-Pontone. Da war linker Hand eine Tankstelle mit 2 Zapfsäulen. Das war so ein Bergdorf, da ging die Strecke durch. Und da war vor diesen 2 Zapfsäulen war so eine asphaltierte, extra ausgesparte Fläche, wie so eine Parktasche, weil man ja zum Tanken dann von der Straße weg musste. Mhm. Hat sich der Abarth auf den Boden gelegt und hat sich das da angeguckt, wie das Auto sich verhält. Und hat dem Hans dann gesagt, Hermann, ich rate Ihnen, fahren Sie doch mal vor der Tankstelle nah an die Zapfsäulen ran und machen dann einen größeren Bogen, dann liegt das Auto ruhiger und Sie sind auch schneller. Der Hans hat natürlich sich tot gelacht. Herr Abarth, soll ich vielleicht noch in die Zapfsäule reinfahren? So ungefähr. So haben die sich da unterhalten. Hans ist auch beim Schauinslandrennen, wenn mich nicht alles täuscht, nach dem Training, obwohl er schnellster war, hat das Auto stehen lassen, hat sich beim Herrn Abarth verabschiedet und hat gesagt, ich muss jetzt nach Hause, mein Sohn ist auf die Welt gekommen. Ich glaube, das war die Geburt von Dino. Ja, also der war auch sehr unkonventionell in seinen Entscheidungen. Der Hans, der hat sich auch gesagt, wenn der Abarth das kann, kann ich das auch. Ne? Da lassen wir mal das Auto stehen, gehen nach Hause, erstmal nach Neugeborenen, gell? Ist ja auch wichtig. Ist ja vielleicht auch richtig. Mir hat er nur immer erzählt, dass er beim Abarth, natürlich waren die sich auch immer so ein bisschen, so kleine Spitzen hat man da immer verteilt, aber er hat immer bei ihm unter dem Bürofenster geparkt
in Italien und hat immer den Abarth-Firmenwagen, den er hatte, hat er immer sofort mit kaltem Zustand komplett hochgejagt, in den roten Bereich, um den Abarth zu ärgern. Weil er natürlich das immer gehasst hat, wenn man seine Autos nicht mit Samthandschuhen angefasst hat. Also, ah ja, der Abarth war natürlich darauf bedacht, dass man seine Autos nie quält. Natürlich, genau. Dass man diese Autos behandelt mit Samthandschuhen und dann noch schnell ist und gewinnt. Ja, Dieter Quester kann ein Lied von singen. Da können ein paar andere auch ein Lied davon singen, das kann ich dir sagen. Ja. So, hier haben wir ein Bild aus dem Jahr 1964, müsste das sein. Das ist das Flugplatzrennen in Bunsdorf. Da sehen wir zwei Abarth 2000 GT. In dem einen sitzt der Franco Patria und in dem anderen sitzt der Hans Herrmann. Und der verfolgende Porsche 904 GTS ist das Auto von Udo Schütz. Ja. Die drei haben sich einen Riesenkampf an der Spitze geliefert und es gab dann einen Abarth-Doppelsieg. Der Schütz wurde Dritter. Franco Patria ist dann übrigens im gleichen Jahr in Paris, Montlhéry, tödlich verunglückt im Oktober. Das war natürlich ein Riesentalent, der Franco Patria. Der sitzt übrigens in dem rechten Auto drin. Ich sehe das von hinten am Helm. Und da habe ich auch, bei diesem Rennen war ich auch zugegen und ich habe das genossen mit dem HP Seufert, haben an der Schikane gestanden. Als der Patria da durchgeflutscht ist, der hat ja jede Art von Fliehkräften aufgehoben. Das war ja unglaublich. Dieser Typ hätte ja bei Ferrari alles erreicht, was er erreichen konnte, hatte schon Ferrari vor Vertrag, leider in Paris tödlich verunglückt. Ja. So, nochmal nach Innsbruck, Flugplatzrennen. Da haben wir den Carlo Abarth als großen Dompteur wieder. Diesmal Picobello, Sakko, Einstecktuch, Krawatte, weißes Hemd, gebügelte Hose, Lederschuhe. So ist er in der Regel an der Rennstrecke aufgetreten. Wie immer, ja. Das war ein Chef von Format, kann ich dir sagen. Ja, das stimmt. Aber nicht einfach, nicht einfach. So, der gute Hans sitzt da rennfertig schon im Auto, ist der 2-Liter Sportwagen, vielleicht auch der 3-Liter, ich weiß es nicht genau. Rechts wieder Kollege Löwinger, der war immer da, wo die Musik gespielt hat. Und da die ganze Abarth-Mechaniker-Crew, ehrfürchtig ums Auto stehend und abwartend, was der große Chef so befiehlt. Der Mechaniker links vom Abarth war auch später noch bei Ferrari. Der Ältere, ganz links. Ja, der Ältere, fast Weißhaarige. Ja, okay. So, das hier ist ein Bild von 1966. Da sind wir bei der Targa Florio. Da war der Hans dann schon Porsche-Werksfahrer. Damals war es auch möglich, beides zu machen, Abarth und Porsche. Irgendwann hat er Abarth aber ganz sein lassen und hat sich dann nur noch Porsche gewidmet und blieb dann auch dabei und hat im Prinzip eigentlich seine Karriere dort auch beendet, wie wir wissen, in Le Mans. Dazu kommen wir später. Das hier ist die Targa Florio. Hinter ihm ist mit der Startnummer 200 ein Werksauto von Porsche, ein Carrera 6. Und sein Partner bei diesem Rennen war der Dieter Glemser, der mit der Sonnenbrille neben ihm steht. Der auch schon 83 oder 84 ist. Mhm. Und das ist die schwäbische Connection gewesen damals, ne? Also die Schwaben, die hatten sowieso bei Porsche einen guten Stand, das kann ich dir sagen. Ja. Wen wundert's? Ja, hier ist die Porsche-Werksmannschaft von 1968, das ist beim 1000-Kilometer-Rennen Nürburgring. Da sehen wir von links nach rechts den Vic Elford, den Joe Siffert, den Lodovico Scarfiotti und den Rolf Stommelen. Und was soll ich dir sagen? Ganz rechts, ich weiß nicht, wer das ganz rechts ist. Also ich weiß nur eins, dass die ersten vier sind leider auch nicht mehr im Leben. Alle dann tot, steht ja. Der Hans Herrmann da, rechts vom Rolf. Der rechte ist der Gerhard Mitter. Ja, der rechte ist der Gerhard Mitter und der lebt leider auch nicht mehr. Der lebt auch nicht mehr, richtig. Der ist übrigens im gleichen Jahr tödlich verunglückt, 1968. 69. 69, ein Jahr später, Formel 2, Nürburgring, BMW, Schwedenkreuz. Lenkungsbruch oder sowas ähnliches, man wird das nie genau feststellen können. Und Mausetod sofort, Katastrophe. Ja, das ist der Gerhard Mitter, eindeutig. So, das ist ein gigantisches Foto. Ich liebe es über alles. Das hier, ja. Das ist der Start zum 1000-Kilometer-Rennen 1968 am Nürburgring. Und mit der Startnummer 3, dieser Porsche auf der Pole-Position, der wird von Rolf Stommelen und Hans Herrmann gefahren. Und am Helm sehe ich, dass der Hans Herrmann der Startfahrer ist, der dahin sprintet. Der Rolf hat einen anderen Helm gehabt. und neben dem trainingsschnellsten Porsche steht ein Ford GT40.
Und dann kommen die weiteren Wettbewerber und alles Mögliche. Und das ist ein irres Rennen gewesen, 68. Ja. Tja, und da sehen wir also auch den Hans Hermann, der gerade abbremst nach dem Sprint und dann den Porsche Nummer 3 entert. Dann geht's los. Jawohl. Schau mal, wo die Leute überall auf dem Boxendach rumtouren. Da oben liegen aber Benzinfässer so nebenbei. Wie voll das ist, aber auch wie viele unten rumtouren und wie wenig Leitplanke zu sehen ist. Null Leitplanke, nicht wenig, null. Null, mein Lieber. Ich dachte, die hätten sie in der Erde versenkt und dann fahren sie die hoch. Boxengasse war hell abgetrennt durch einen helleren Beton von der Fahrbahn, das war alles. Ich sag's dir, du, haben wir viel Glück gehabt damals. Ja, und auch viel Pech. So, und hier haben wir die Porsche-Werksmannschaft 1969. Jetzt kommen wir schon langsam in Richtung Karriereende von Hans. Das ist die Teamvorstellung im verschneiten Hockenheim. Das war nicht im Programm vorgesehen, dass da Schnee fällt, aber es ist nun mal passiert. Und da haben wir jetzt von links nach rechts, jetzt muss der Braun mal seine Lupe genau nehmen und mal gucken, wenn er da alles erkennt. Da sehen wir, links ist der Gerhard Mitter. Dann haben wir den Hans Hermann. Dann haben wir den Joe Siffert, den Rolf Stommelen. Hinten im Hintergrund guckt der Rennleiter raus, Rico Steinemann. Der Kurt Ahrens steht neben dem Rolf Stommelen rechts. Dann kommt mit der Butch Cup der Udo Schütz. Dann kommt der Brian Redman. Dann der Dick Edward mit dem Hötchen. Und dann der Gérard Larousse. Und dann haben wir den Pauli Teubonen. Das ist der Vater vom Henry Teubonen, der leider leben beide nicht mehr. Ja. Und der Björn Waldegard. Der auch kürzlich gestorben. Naja, gut, also siehst du hier, das war diese legendäre Werksmannschaft 1969. So, die haben wir sie alle identifiziert, immerhin. Ne? Ich bin ganz beeindruckt. Einfach, ich schaue ganz fasziniert auf das Foto und überlege, wie viele ich jetzt erkannt hatte. Die linke Seite des Fotos hätte ich eher erkannt, die rechte fast gar nicht. Ja, aber weißt du, mit meinen Augen ist das ja auch nicht mehr so gut, wie ich schon dir mal gesagt habe. Und musst du schon mal das Vergrößerungsglas nehmen. Ja. Wir schenken dir mal ein größeres iPad vielleicht. Das ist dann ja, oder so. Jetzt haben wir hier den Hans Hermann bei seinem letzten Rennen und das ist, hat mir immer gesagt, das ist der absolute Traum. Du möchtest gerne Le Mans gewinnen, möchtest den ersten Porsche-Sieg dort erreichen mit dem 917er, Problemkind damals. Und das trifft tatsächlich zu und du hast dir vorgenommen und deiner Familie versprochen, wenn das klappt, höre ich auf. Eine genau Geschichte, so hat er es gemacht. Wie sie Hollywood nicht schreiben könnte. Nee. Das ist so gigantisch, das ist so unglaublich. Sein Partner war der Dickie Edward damals. Ja. Und das war für Porsche natürlich auch eine Riesengeschichte. Es war ein Dreifachsieg im Übrigen. Erst haben sie jahrelang dem Gesamtsieg hinterher gehechelt und dann schaffen sie gleich einen Dreifachsieg. Und das mit dem 917er gleich doppelt. Und dieses Auto, weiß Gott, nicht einfach zu fahren. Ja. Mhm. Weiß Gott, nicht einfach. Ja. Der Hans hat mal mir gesagt, er hat sich manchmal geschreckt, auf der 100 Jähr geraden einen höheren Gang einzulegen. Er hat sich das dreimal überlegt, ob er den Gang nochmal wechseln soll nach oben, weil es schon zu schnell war. Also das war schon heiß, was die Jungs da geleistet haben damals. Gell? Ja. So, das ist Karriereende. Dann beginnt das andere Leben des Hans Hermann, des Familienvaters, des Unternehmers. Er hat dann nach der Rennkarriere seine eigene Firma gegründet, nämlich die HH Autotechnik. Er hat dort Zubehörteile für die Autoindustrie produzieren lassen und verkauft und hat das Geschäft lief wunderbar. Es gehörte auch der berühmte Snowgrip übrigens dazu, der damals in den 70er Jahren erfunden wurde als Schneekettenersatz. Genau. Das war so ein Gestell mit drei oder vier Greifarmen, das hast du so um das Ding, um das Rad rum mit einer Arretierung und da waren praktisch drei oder vier Greifer da rund ums Rad und das war ein Schneekettenersatz. War in Minutenschnelle zu montieren. War ein Riesenerfolg. Ja. So, und hier haben wir ihn erst nochmal im Sportstudio mit dem Rainer Günzler übrigens, den ich ja vorhin schon mal erwähnt hatte. Richtig. Da macht er gerade das Sportstudio und der Hans hat all seine ganzen Pokale mitgebracht. Das haben wir dann alles aufgebaut da drin. Ja. Tolle Sendung, der Siegerwagen ist mit dabei, die Grenze sind dabei und der Rainer Günzler unterhält sich natürlich mit seinem Ex-Werksfahrer-Kollegen Hans Hermann. Tolle Sendung eigentlich, ne? Die würde ich gerne mal wieder sehen. Ja. Es ist Wahnsinn, gell? Ja. Das musst du einfach genießen, das Bild auch, ne? Ja. Ja, der gute Rainer Günzler, mein Namensvetter. Wir hatten da in Wiesbaden schon eine gute Zeit, so ist das nicht.
So, auch das ist zwischen Zürich mal passiert. 1971 hat ihn der damalige Renault-Sportdirektor Georg-Heinz Hommen, nicht Sportdirektor, PR-Chef Georg-Heinz Hommen, auch ein legendärer Typ, dazu überredet, mal auf den Titel der Renault-Revue zu marschieren. Tanz mit dem Renault auf dem Titelbild und das nach dem Le Mans-Sieg. Das sah besonders gut aus. Mit der Unterschrift: Hans Hermann liebt Automatik, wer es glaubt. Ja, das erlebte gar keine Automatik. Naja. Ach ja, hier, schau, das ist der berühmte Snowgrip. Da demonstriert eine junge Dame Ja, wer ist das denn? bei der IAA 1971 auf Bitten von Hans Hermann die Schwierigkeiten einer Schneekettenmontage und anschließend die Leichtigkeit einer Snowgrip-Montage. Und PR-Aktion mit Britta Braun und Hans Hermann. wer? Sie musste da als Model herhalten und ja, der Hans hat gesagt, Britta, du machst das und der Ehemann wurde gar nicht weiter gefragt, er hat sich das nur angeguckt und das ist das Resultat gewesen. Das Das Bild ist ging um gut. die Welt. Ist ja herrlich. Ist übrigens vom Dr. Haster gemacht worden, das Bild damals, der in der Bild-Zeitung dann auch darüber berichtet hat. Das war ja damals ein großer Bildreporter für den Autobereich, Dr. Hermann Haster. Sagt mir auch nichts. Der sagt mir nichts. Sagt dir nichts mehr, Nee, gell? das Ja, ist lange nur den her. Alten sagt das noch was. Na, okay. Auf jeden Fall, also schwierig war erstmal die Demonstration, wie man die Schneekette montiert. Und ganz leicht war dann der Snowgrip am Ende. Das Ich wurde wollte gerade auch sagen, deine filmisch Frau festgehalten. schaut aber auch gequält jetzt bei der Ja. Schneekette. Also ist schon eine tolle Geschichte gewesen, gell? Gut. Hier hat der Hans natürlich nach seiner aktiven Karriere auch ein bisschen nach Beschäftigung gesucht und damit es ihm nicht allzu langweilig zu Hause wird, hat man ihn mal ganz schnell zum Präsidenten der Formel V Europa Vereinigung gemacht. Das war ja damals die große Formel V Bewegung, die in Mitte Genau. der 60er begann und um 1970 ihren Höhepunkt erreicht hat. Das hier ist 1971 bei der Wahl in Budapest. Da war die Generalversammlung und da hat man ihn zum Präsidenten gewählt und da bedankt er sich jetzt gerade für das Vertrauen und hat er dann diesen Verband ein paar Jahre lang geführt mit großer Begeisterung. Hat die Rennen besucht, wie man auch hier sieht. Da ist er am Nürburgring bei einem großen Formel-V-Rennen im Rahmen des großen Preises von Deutschland. Da geben sich alle die Hand und freuen sich und alles ist gut. Links ist der Hans, dann kommt der Anton Konrad, dann kommt der Herr Stippe von VW, der hat damals seitens VW die Formel-V mitbetreut. Der Huschke von Hanstein, damals Porsche PR-Chef, Sportchef, Rennleiter, AVD-Sportpräsident, alles Mögliche. Und der Jochen Springer, der ADAC-Sportpräsident, der guckt da noch mit einem halben Gesicht hinten vor. Und jetzt sehen wir hier den Hans Hermann gleich noch in Amt und Würden, nämlich bei der Jahressiegerehrung des Europapokals, der Formel V, das ist die 1300er. Da haben wir den, nee, das ist schon die Super V. Das ist schon die Super V. Da haben wir den Tommy Brorson auf der linken Seite im Bild und rechts, das ist der Bertil Roos. Das sind zwei Nordmänner, der Brorson aus Schweden und der Bertil Roos war auch Schwede, zwei Schweden, ja. Kein Fehler, Schwede. Auch Namen, die ich noch nie gehört habe, wenn ich ehrlich bin. Bitte? Namen, die ich noch nie gehört habe, wenn ich ehrlich bin. Das waren absolute Victory Driver in der Super Okay. V. Mit denen durfte sich Helmut Marko und Co. ein bisschen auseinandersetzen. Gell? Nee, Okay, Helmut ja. nicht mehr. Nein, Helmut ist ja dann aus der Formel V raus, bevor die Super V kam. Jochen Maas hat sich mit denen auseinandersetzen müssen. Ah ja. Und viele andere mehr. Ja? Ja. Also die waren schon richtig gut. Ne? Ich Ja. weiß, wovon ich rede. Ich hatte die auch um mich herum. Das glaube ich. Ich wollte es gerade sagen. Du wirst sie Ja, erlebt das sage haben. ich dir. Übrigens Ja. auch der Keke auch. Gell? So. Das ist eine Siegerehrung an der Rennstrecke 1987 in Hockenheim. Da gab es den Porsche 944 Turbo Cup. Und der Braun sollte dann die Siegerehrung machen im Porsche-Zelt. Es war eine interne Siegerehrung. Hans Hermann hat die Preise übergeben. Naja, habe ich natürlich gleichzeitig. Erzählen wir ein bisschen aus unserer lustigen Zeit von Abarth und Co. und von Porsche. Und dann gab es natürlich große Shownummer. Siegerehrung hat länger gedauert als vorgesehen, weil wir haben alleine schon eine halbe Stunde miteinander geredet. Wie das eben so ist, wenn ich anfange, mal loszulegen. Ne? Ja, genau. So, das hier ist am Nürburgring. 1991 ist eines meiner Lieblingsbilder, die mir sehr viel bedeuten, weil ich da wirklich Ehre und Vergnügen hatte, mit drei Legenden zu sprechen,
Das hast du auch nicht alle Tage, dass du die vorgesetzt kriegst zum Gespräch, locker, Das flockig, glaube ich. ohne Zwänge. Ja. Da haben wir links den Eugen Böhringer, großer Mercedes-Star zu seiner Zeit im Tourenwagen. Wir haben den Karl Kling und den Hans Herrmann. Und später stieß dann auch noch der Michael Schumacher hinzu. Da gibt es dann noch ein zweites Bild, da ist der noch mit drauf. Ich muss sagen, nicht nur der Michael Schumacher hat da sehr ehrfürchtig diese Herren beguckt und mit denen auch gesprochen, aber man hat ihm angemerkt, dass er da sehr viel Respekt denen entgegenbringt. Für mich war es einfacher, weil ich bin mit denen auch ein bisschen groß geworden. Zumindest habe ich noch das Ende der Karrieren miterlebt. Und mit Eugen war ich per Du, mit Karl Kling noch sehr distanziert, aber mit Hans sowieso. Da haben wir schon viel Spaß gehabt. Mit Karl Kling war es ein bisschen schwierig, weil das ist kein Mensch gewesen, mit dem du so locker flockig Scherze machen konntest. Der war sehr streng, sehr ernst. Aber mit Eugen hast du schwäbische Witze losgelassen und mit Hans sowieso. Da war immer was los. Also ich habe das sehr genossen, das war am Norisring. Ist übrigens ein Bild vom Horst Wilhelm, nicht vom Horst, vom Wolfgang Wilhelm. Wolfgang Wilhelm. Ja. Übrigens, wo du gerade sagst, die waren ehrfürchtig, oder wenn Michael Schumacher, junge Rennfahrer, die sind immer alle ehrfürchtig, wenn sie einmal die alten Autos gefahren sind. Ja. Ich glaube, dann wissen die, was die hier alle geleistet haben. Ja, und das war ein Rennen übrigens. Mir fällt ein, der Fancho war auch noch dabei, der kommt auch noch dazu. Gottes Willen, was war das für eine Veranstaltung? Dann eine andere Sequenz, die habe ich jetzt hier nicht dabei. Also Böhringer, Kling, Hermann, Fancho, Schumacher, die standen in einem Rund bei mir und die sind dann auch in die alten Autos gestiegen und haben ein oder zwei Demo-Runden am Nürburgring 91 gefahren. Okay. Und da hast du auch bei Michael Schumacher gemerkt, wie er respektvoll in diesen Silberpfeil hineinsteigt und dieses Auto bewegt, wie eine verletzliche Frau etwa, ja, so ungefähr. Also mit einem riesen Respekt, um Gottes Willen nichts kaputt machen. Ja, ja, ich kann es verstehen. Ja, das ist schon was Erhebendes, wenn du in so ein Auto hineinsteigst. Ich hatte leider nie das Vergnügen und ich konnte sie nur von außen sehen. So, was haben wir denn hier? Ha, Hans Herrmann als Fahrerguide beim berühmt-berüchtigten Dream Team von BMW. Jawohl. Halleluja, kann ich nur sagen. Schon mehrfach drüber gesprochen, aber immer wieder fasziniert, dass die Hans Herrmann dafür bekommen haben als BMW-Team. Ja. Da war ja schon im Mercedes-Dienst. Das ist eine so einmalige Geschichte, dass man auch markenübergreifend so viele Leute zusammenbekommen hat, die da mitgemacht haben. Da waren Opel-Leute dabei, BMW sowieso als Hauptausrichter, Porsche-Leute, VW-Leute, Reifen-Leute, Pirelli, Dunlop. Alles, was du dir vorstellen kannst. Und dazu dieses bunt gemischte Legends-Fahrer-Quartett. Das heißt, für zwei Autos je. Und also ich sag dir, wir haben da den Hans Heyer mit Hut. Wir haben, der übrigens am 16. März 80 wird. Das ist nur nebenbei. Müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Wir haben den Karl Senne da. Wir haben den Hans Herrmann. Muss ich dir mal vorstellen, Hans und BMW, das ist nicht zu fassen. Hubert Hane, der Poldi und hinten der Gerd Schüler, der Braun, der Nerpasch und der Heiner Weiß. Und dann diese ganze alte BMW-Mechanikertruppe, dazu der Paul Rosche ganz links, dazu der Erich Zarkowski, also auch Ford war dann noch involviert. Jeder hatte irgendwie eine Aufgabe und was zu tun, gell? Ich suche gerade Erich Zarkowski, er steht am Kofferraum, ne? Ganz an der Kofferraum. Ja, hinten, wird jetzt, der Erich wird dieses Jahr 90, gell? Wollte wirklich? Ich dir nur sagen. So, also wie gesagt, das war eine Riesennummer, 1994. Und da war unser Hänschen auch dabei, hat uns viel, viel Spaß vermittelt, obwohl das Ganze gar nicht so spaßig zu Ende gegangen ist, wie wir wissen. Lassen wir das. Ja, besser ist. Gut, nächster Fall. Ach, Kurt Bergmann. Ja, das sind so richtig zwei Legends aus einer Zeit, in der die Motorsportwelt noch ein bisschen einfacher und lustiger war. Ja. Kurt Bergmann, der große Zampano in Sachen Formel V, der Cayman-Teamchef, Cayman-Konstrukteur und der Hans Herrmann, 2009 beim Formel V Revival Weekend in Hockenheim. Mhm. Die beiden, die haben sich auch gemocht, die kannten sich natürlich auch, weil der Hans ja mal Formel V-Präsident war. Mhm. Und das hat gepasst mit den beiden. Und der Kurt in seiner eigenen Konstruktion, da haben sie ihn reingehoben und auch wieder rausgehoben. Das ist nun mal im Alter so, dass man dann immer alleine reinkommt. Ja. Ein bisschen arg eng. Das glaube ich. Aber auch ein tolles Bild. Ja. Und, ja, den Kurt haben wir auch vor ein paar Jahren verabschieden müssen. Tja. Ungebrochene Popularität, so würde ich dieses Bild
überschreiben. Das ist der Hans bei der Muttershow in Essen, bei unserer großen Veranstaltung Hallo, wie geht's? Das jährliche Treffen, das wir 12 Jahre lang gemacht haben. Der Hans hat fast immer teilgenommen. Also wir haben 12 Veranstaltungen gehabt und ich würde mal sagen, an deren 9 hat er mit Sicherheit teilgenommen. Also er war ein ganz treuer Besucher und hat sich das nie nehmen lassen. Das ist gut, hat auch viel Zeit. Hier gibt es eine extra Autogrammstunde für ihn. Man sieht ja, wie das Volk drängelt und drückt. Hans schreibt gelassen, was kommt und ihm vorgelegt wird, wird unterschrieben. Egal, was das für ein Bild ist. Das ist gut. So. Oh, da unten rechts, guck mal, dieser schöne 300 SL, Sie sehen. Oh ja. Hat er auch schon unterschrieben. Weißt du, wessen Unterschrift das da drauf ist? Das ist Hans Heyer, die Unterschrift. Ich wollte es gerade sagen, ja. Das sieht mir nach Hans Heyer aus. Jawohl. Ja, das ist die Unterschrift von Hans Heyer. Und da kommt jetzt gleich jemand, der ihm das Auto wahrscheinlich noch bringt, da muss der andere Hans auch. Und da auf dem Ordner, genau vor Hans Hermann, da hat ein gewisser Rainer Braun meiner Meinung nach unterschrieben. Das ist ja. Der Hallo, wie geht's Ordner, von dem habe ich richtig. Auch noch einen stehen. Ja, und das Ganze ist 2007. Ja. Mensch, hast du ein Auge. Ach du. Gut. Eine Unterschrift kenne ich jetzt. Dieses Booklet stammt ja nun aus meiner Feder komplett mit 400 Seiten ungefähr inzwischen und gilt schon als Rarität, gibt's nicht mehr. Ja, wer hat es denn hier noch im Schrank? Ich könnte reingucken und es rausholen. Na, das finde ich nicht. Hast du es? Natürlich. Zeig mal her, damit ich dir das glauben kann. Tatsächlich, er hat es. Ist es überschrieben? Ohne ja. Unterschrift. Er hat es. Gut. Schätze dich glücklich. So, hier sehen wir dann aus 2009 einen weiteren Besuch von Hans Hermann bei unserer Traditionsveranstaltung. Legenden unter sich, nämlich der Kollege Schöller, Wolfgang, der Vater der Messe Essen, der Vater der Motorshow, Hans und Madeleine, die beiden. Hm. Ein Traumpaar, sage ich dir. Der Hans wird von der Madeleine gehegt, gepflegt, getan, gemacht. Dem geht so gut zu Hause, das glaubt ihr alle gar nicht. Doch, das glaube ich. Deswegen ist er auch so alt geworden. Also nettes Bild. Das war immer der Ehrentisch, da saß der Wolfgang Schöller, der Hans Hermann und die Madeleine Hermann. Und das hier ist ein Bild, das kriegst du so in diesem Leben nicht mehr zusammen. Absolut nicht, nein, das kann ich mir vorstellen. Das ist 2009 gewesen, da war das Motto des Treffens, das 1000-Kilometer-Rennen. Ehemalige Sieger, ehemalige Menschen, die damit zu tun hatten, in irgendeiner Form, ob Zeitnahme, Rennleitung, was weiß ich, alles rund um dieses 1000-Kilometer-Rennen. Haben wir versucht, mal die alle zusammenzubekommen. Ja. Und dann haben wir auch versucht, ein Gruppenbild zu machen. Und das ist das Resultat. Na, das ist wirklich mal rein. Und jetzt erwarten alle von mir, dass ich aufzähle, wer das alles ist. Also, wahrscheinlich auch. Ein paar Namen kenne ich. Ich kriege vielleicht 10 zusammen. 10 würde ich hinkriegen. Aber jetzt leg du los. Ich kriege sie vielleicht nicht alle zusammen, aber ich probiere es. Na, ich mache dir mal den Anfang. Willi Kausen, hinten links in der Mitte. Nee, in der Mitte. Das ist richtig. Und weiter? Jetzt bist du dran. Immer ab. Ach, verstehe. Also ich mache das mal, ich nehme mal die obere Reihe. Da ja, haben wir ganz links. Das sieht nach Rudi Linz aus. Ja. Ganz links. Dann Jürgen Neuhaus, der große Mächtige. Dann Hans-Dieter Dechend. Siehst du. Dann Mario Ketterer. Jawohl. Dann Herbert Staudenmeier. Das war wieder Abteilung Zubehör, BBS und Co. Okay. Dann, und auch später Porsche Service und so weiter. Dann haben wir einen Buchautor, das ist der Michael Berndt, der ein großes Buch über das 1000-Kilometer-Rennen geschrieben hat. Den haben wir natürlich auch eingeladen, gehört auch dazu. Absolut. Dann ist da der Herr mit dem weißen Haar, das ist der Dieter Schornstein. Ah, okay. Jetzt wüsste ich wieder 2. Turbo Valentin Schäfer. Ja, das ist der Valentin Schäfer. Und Hans Metzger. Jawohl. Und der Hans Metzger gleich daneben. Ja. Dann wieder ein großer Verleger und Buchautor in Sachen Motorsport. Das ist der Kollege Födisch. Ah ja, natürlich. Den habe ich. Der stimmt. Ja, genau. Ja. Dann kommt ein großer Fernsehmann. Das ist Fritz Danko. Ein lieber Streckensprecherkollege, den es leider auch nicht mehr gibt. Jochen Luck. Ja. Er hat natürlich viele 1000-Kilometer-Rennen kommentiert, genauso wie der Fritz Danko viele 1000-Kilometer-Rennen beim SWF, so hieß das damals, aus dem Studio Mainz dann übertragen hat. So, neben dem Jochen Luck ist der Dunlop-Renndienst-Chef Gerhard Weber. Und dann kenne ich einen wieder.
Das habe ich mir Rainer gedacht. Rainer Braun. Und dann kommt so. Hier da Peter Falk. Richtig. Und Jürgen Barth. Und dann kommt? Jürgen Barth. Richtig. Guter Mann. Ja? Mittlere Reihe. Auf geht's. Kaufen wir von dir schon identifiziert. Willi dann Kaufen. Kommt Manfred Schürti. Ah ja. So, das hier ist mit der Brille der Toni Fischhaber. Ach, guck aus mal Bad Tölz. Ja, genau. Ja, dann unser Kurt. Ahrens. Jawohl, Eberhard Mahle. Epps Mahle, ja. Das ist... Weiß ich wieder nicht. Dieter Selzer. Okay. Der fuhr beim 1000-Kilometer-Rennen mehrfach mit einem Escort und hat auch die Klasse gewonnen. Die 1000-Kilometer-Rennen der damaligen Zeit in den 80er Jahren waren auch offen für Tourenwagen, nicht nur für Sportwagen. Da sind auch Tourenwagen und GTs mitgefahren. Ja, okay. Der Dieter Selzer war einer der ganz wüsten, wilden Escort-Treter. Escort RS. Ja. So, die einzige Dame hier im Feld ist die Lilly Reisenbichler, die auch beim 1000-Kilometer-Rennen mitgefahren ist. Ja, okay. So, dann Hans Herrmann in der Mitte, natürlich schon wieder mit einem Geschenk, was man ihm überreicht hat. Das ist eine Geschichte, die ein Architekt aus Köln damals produziert hat. Ja. Das ist von dem Herrn Pfeffer. Der hat das mal ins Leben gerufen und verdienten Menschen überreicht. Ich habe auch so ein Ding übrigens mit dem Jochen Rindt da oben. Das steht noch bei mir hier oben im Büro. Dann neben dem Hans Herrmann mit seinem Geschenk haben wir den Alfred Nöll. Na wirklich, ich habe es mir kurz gedacht, habe gedacht, was hat der bei dem 1000-Kilometer-Rennen zu tun? Der Alfred Nöll hat für die ARD berichtet von den 1000 Kilometern, okay, Kameramann, das Filme Sinn. Gemacht, alles Mögliche. Ja. Don Alfredo wird auch 90. Und ja, absolut. Den habe ich ja schon, den habe ich ja persönlich kennengelernt. Also von daher habe ich ihn erkannt, aber ich hätte nicht gedacht, dass er es wirklich ist auf dem Bild. Aber gut. Ja. Norbert Singer. Dann Norbert Singer, Porsche. Ja. Dann haben wir den Dieter Glotzbach neben dem Norbert Singer, das ist der große Dunlop-Reifeningenieur. Ja, okay. Und daneben ein Mann mit Tarnung, nämlich ohne Hut. Richtig. Und der ist unser nächstes Geburtstagskind im April, im März, nämlich Hans Heyer. Wollte nicht erkannt werden. Ja, so. Dann gehen wir in die untere Reihe. Ja, ich glaube, das ist der Herr Pfeffer, oder? Mit der Lupe steht er hier. Ja, ich weiß es nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Es könnte aber auch ein Wiegemitarbeiter sein, ich bin nicht sicher. Von der Zeitnahme. Peter Hofer könnte es auch sein. Könnte aber auch der Herr Pfeffer sein. Also da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. So, der Nächste, weiß ich auch nicht. Dann haben wir den Helmut Maas vom ADAC, Sportabteilung in München, Mitausrichter 1000-Kilometer-Rennen oder Hauptausrichter, hat auch eine Themenbox bekommen. Okay. Wir haben hier den Axel Plantenhorn noch, da unten in der Rocke, vor dem Dieter Selzer. Dann, aha, Moment mal. Das ist, was ist das, der Volkert Merl aus Hamburg. Vor dem Alfred Nöll. Ja, Volkert Merl, Porsche Sportwagenpilot mit Liqui Moly. Okay. Und das hier, da verließen sie ihn. Das weiß ich nicht. Ganz rechts. Das weiß ich wirklich nicht. Ganz rechts unten in der letzten unteren Reihe. Da muss ich passen, weiß ich wirklich nicht. Der ist noch ganz jung, der drückt noch den Rücken extrem durch. Er möge es mir verzeihen. Gut, ja. So, aber immerhin haben wir 99% gelöst. Es ist doch was, ne? Unglaublich, ja, fast alles gewusst, würde ich mal sagen. So, weiter. Nächstes Thema. Ja. Die beiden das war bei der Techno-Klassiker 2009, ist also jetzt her, ja, fast 15 Jahre, 14. Hans und ich haben uns da getroffen, haben Schwätzchen gehalten, ein bisschen miteinander Spaß gehabt und jo, das ist die Erinnerung daran. Dann hier die berühmte Berliner Runde, von der ich vorhin gesprochen habe, wo der Hans noch einmal auch seinen Argus-Sturz erklärt hat. Ja. 90 Jahre Argus und da gab es eine wunderbare Gesprächsrunde mit dem Hans, wie gesagt, mit der Heidi Hetzer. Oh, Gott hat sie selig, lebt auch leider nicht mehr. Ja, von mir sitzt und ich habe das moderieren dürfen. Und neben mir auf der anderen Seite, der weißhaarige Herr, das ist der Bernd Rosemeyer Junior. Ja. Und zwar, das ist ein ganz liebenswürdiger Mensch, mit dem ich mich toll habe unterhalten können und der auch ganz viel von der Materie verstand und auch ein scharfer Beobachter war, der lebt im Übrigen jetzt auch nicht mehr, der ist kürzlich gestorben. Hm.
Also es ist schon schlimm, dass man hier, wenn man das alles Revue passieren lässt, ständig sagen muss, den gibt es nicht mehr, den gibt es nicht mehr, den gibt es nicht mehr. Aber das ist, ja, das ist der Gang der Dinge, das wird man eines Tages von uns auch sagen müssen. Ja, und es ist doch umso schöner, dass wir die Erinnerung hier auf YouTube wahrhalten, oder? Und guck mal, endlich habe ich mich mal anständig angezogen. Ne? Bügelfaltenhose, Lederschuhe, Sakko, ordentliches Hemd, Krawatte. Herrlich, Bescheid, herrlich. Ja. So. Beim Friseur war ich auch. Ja, ist toll. Da war eine schöne Veranstaltung, habe ich sehr genossen. Hat der ADAC Berlin ausgerichtet, Berlin-Brandenburg, um es genau zu machen. Okay. Was haben wir noch? Ah ja, nochmal der Hans mit Rosemeier Junior. Die beiden haben auch zusammen an einem Tisch gesessen. War eine sehr schöne Veranstaltung, tolle Stimmung. Inzwischen ist die Abus Jahrhundert geworden, wie wir wissen. Dazu gibt es auch ein tolles Buch vom Kollegen Schulz. Ulf Schulz, genau. Hast du auch? Ich hab's, du hast's, alle haben's. Was der alles drumherum gemacht hat, das ist wirklich beeindruckend. Ja. Also vor allem bei den ganzen Steinen, die sie ihm in den Weg geworfen haben. Aber ja, das sage ich dir. Ja. Fleißig, fleißig war er da. Kompliment nochmal an den Kollegen. Gell? Ja. Und hier, das ist wieder was Besonderes für mich gewesen. Das war bei der Motorshow Essen 2012 die Hauptpressekonferenz vor einem riesen Auditorium von Journalisten im Saal Essen hieß das sogar. Meine ich zu wissen. Nee, Saal Ruhr. Ja, im Saal Ruhr hat das stattgefunden. Und das Besondere an diesem Bild ist, dass ich da mit drei Generationen an Sportwagenpiloten auf der Bühne stehe. Ja. Das musst du dir bitte mal vorstellen, dass du als Moderator das Glück hast, mit drei unterschiedlichen Generationen Sportwagenpiloten zusammen zu sprechen und die alle erfolgreich waren für ihren Bereich. Schau mal dahin. Le Mans-Sieger. Ich weiß nicht, hat der Wurz auch Le Mans gewonnen? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall Hans Herrmann, Jochen Maas, Alex Wurz, dessen Sohn übrigens jetzt auch schon anfängt, erfolgreich zu sein. Der hat gerade irgendeine Rennserie gewonnen, eine Formel-Rennserie. Okay. So, das ist nur nebenbei. Also du siehst, es geht weiter mit Wurzens. Und da haben wir auch, übrigens haben wir hier genau das Bild aufgelegt, was ich vorhin kommentiert habe. Was wir eben hatten. Ja, genau. Ja, mit der 3, da ist der Hans aber schon im Auto drin. Da ist, der, ist schon die, das Tor schon offen, also das Flügeltürchen schon offen, wo er da reinspringt. Nee, schau, es ist das gleiche Bild. Der bremst. Ach doch, ja, es ist das gleiche Bild. Nee, der bremst. Der links ist dann jemand anders. Der läuft gerade aus dem Bild raus. Ah ja. Irgendein Zuschauer, der seinen Platz noch sucht. Es ist wirklich das gleiche Bild mit dem Abbremsen. Das habe ich da auch aufgelegt. Ja. Und da haben die alle was dazu zu erzählen gehabt. Vor allem der Jochen und auch der Zermann insbesondere. Schöne Geschichte. Und ja, gut. So. Das hier war ein Empfang. Ich glaube, zum 80. Geburtstag, wenn mich nicht alles täuscht, bei Mercedes, glaube ich, in Stuttgart. Ja, dürfte wohl so gewesen sein. Ja, das Hans ist Mercedes, ja, würde ich auch sagen. Ja, Hans und Madeleine. Das war 2013. Foto hat unser lieber Freund Ed Peter gemacht, auch ein alter Porsche-Mann. War ein großer Empfang, großer Bahnhof, großer Aufzug, Hans hat's genossen und auch locker durchgestanden. Ja, so sieht's aus. Ja, Mensch, vom gelernten Konditor bis hin zur absoluten Legende. Das war auch jetzt das Schlussbild. Ja. Und vielleicht kann ich noch erwähnen, dass bei der Fotobeschaffung, das ist ja auch immer ganz wichtig, viele liebe Kollegen und Freunde mit zuständig waren. Das war unter anderem die Herren Urner, Steinbacher, Seufert, der Hans selbst natürlich mit eigenem Material, Archiv Mercedes, Archiv Porsche, ZDF, dann die Fotografen Müller, Hofmann und Peter, haben wir schon genannt, sowie auch der Wolfgang Wilhelm, die Messe Essen hat dazu beigetragen, Formel V Europa, das ZDF und auch das TU-Archiv, das Archiv der Technischen Hochschule in Wien. So, danke an alle Fotografen. Danke, Rainer, dass du die ganzen Fotos zusammengesammelt hast und die ganzen Geschichten. Und alles Gute für die nächsten Jahre, Hans Herrmann, kann man nur sagen. Ja, ich hoffe, dass wir dann den 95er, den 100. dann auch mit ihm machen können. Da hauen wir richtig einen raus, da machen wir was. Seine Frau sagt mir ja am Telefon klipp und klar, also wenn du mich fragst, der wird 100, keine Frage. Gut, dann gehe ich aus. Von der Überzeugung, ohne jeden Zweifel, also gehen wir mal davon aus, das wäre eine Sensation. Ja, weißt du, was wir jetzt gar nicht gesagt haben? Es gibt eine Geschichte von Hans Herrmann und das habe ich auch in meinem Podcast nicht geschafft reinzubringen. Er ist ja mal entführt worden.
Stimmt, ja, natürlich. Das ist jetzt 33 Jahre her etwa. Ja. Kannst du Wir das haben sagen, eingeführt und was da war? Ich Lösegeld weiß, dass getroffen. einmal bei XY ungelöst war, da wurde der Fall mal vorgestellt. Das weiß ich wiederum jetzt nicht. Ich weiß nur, dass er entführt worden ist und wir waren alle damals total schockiert und es wurde wohl Lösegeld gefordert. Ob das gezahlt worden ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er befreit wurde aus dem Kofferraum seines eigenen Mercedes. 500 E. Ja. Und zwar in der Nähe der Solitude, wenn mich nicht alles täuscht. Eine Okay. ehemalige Rennstrecke rund vor den Toren Stuttgarts. Hat er Glück gehabt. Musst dir mal vorstellen, Stell bist dir in so einen da mal Kofferraum vor, eingesperrt. auch da wieder das Glück, dass diese Entführung für ihn so zu Ende gegangen ist. Der hat ja Todesängste ausgestanden. Er hat mir mal gesagt, Das ich habe gedacht, ich sterbe in diesem Kofferraum. ja, Keine natürlich. Luft mehr, Ja, klar. kein Sauerstoff. Und dann ist er befreit worden. Frag mich nicht nach Einzelheiten. Ich kann es dir nicht mehr so genau sagen. Ich weiß nur, dass diese Befreiungsaktion groß gefeiert wurde in ganz Deutschland. Okay, ich frage ihn das nächste Mal, frage ich mal Kurt Ahrens, wenn ich ihn treffe. Oder vielleicht Hans-Hermann selber. Der Kurt weiß, oder fragst du den Hans selbst? Ja, wenn ich mal treffe. Der hat da kein Problem, der erzählt dir das. Nö, nö, das stimmt. Ich habe es nur das letzte Mal, habe ich es einfach vergessen. Ja, So aber ich habe viel. auch wieder alles vergessen, das ist das Schlimme. Ja, na Gut, gut. weißt du, was wir als nächstes machen? Nein, sag's mir. Also ich hätte zwei Dinge vorzuschlagen. Erstens müssen wir uns um den Kollegen Heyer kümmern, der 80 wird. Das ist ja nun was ganz Besonderes, das größte Schlitzohr der Nation. Vielleicht ja sogar live vor Ort, da schauen wir mal. Wir gucken mal, Ja. wir werden uns da noch beraten, wie wir das machen und was Ja. wir machen und wann wir das zeigen. Und das andere, was ich dir noch vorzuschlagen hätte, wäre eine sehr nette Geschichte, die sich dreht um ein Ereignis, das im März jetzt genau 35 Jahre her ist. Nämlich, da wurde in Wiesbaden etwas vorgestellt in einer großen Pressekonferenz, was dann letztlich begründet hat den Aufstieg der Herren Schumacher und Frentzen. Das lohnt sich zu erzählen. Das ist eine nette Geschichte. Und ja, ich denke, das sollten wir zusammen mal machen. Ich versuche mal die Bilder zusammenzubekommen und dann könnten wir was draus machen. Da bin ich gespannt. Das klingt auf jeden Fall interessant. Ja, passt auch vielleicht jetzt ganz gut zum Saisonbeginn der Formel 1. Wir werden sehen. Okay. Okay? Rainer, vielen, vielen Also. Dank für deine tollen Erzählungen, deine tollen Fotos, wie immer. Ja, ich freue mich, wenn Hans-Hermann gesund bleibt, wenn wir ihn noch oft begegnen. Ja, das wollen wir hoffen. Lieber Also, Hans, wir trinken jetzt auf dich aus dieser berühmt-berüchtigten Tasse. ja, gibt es auch bei mir im Shop. So. Und ansonsten, mein Lieber, sage ich dir einen schönen Tag. Ach ja, wir müssen natürlich auch noch unsere Gartenaktion demnächst terminieren. Das geht auch noch los. Wir gehen ja in großen Schritten auf den März zu und du weißt, Ja, oder ich wir sind weiß ja gar schon nicht, im wie ich das März. alles terminlich unterbringen soll. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber wir müssen uns auf die zweite Märzhälfte konzentrieren. Ja, ich muss noch einschränken. Ich weiß auch nicht, wie das alles so zeitlich klappt, weil ich bin jetzt demnächst in der Augenklinik in Köln und kriege dann vom Professor mal gesagt, was noch zu retten ist, nicht zu retten ist. Okay. Mit meinem linken Auge, das völlig abkackt inzwischen. Und da werden wir mal sehen. Wenn der nochmal da einen Eingriff plant, dann musst du auch nochmal auf mich verzichten. Ne? Okay, Rainer, also dann sehe erstmal zu, dass du deine Gesundheit in Ordnung bekommst. Jo. Und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir den Garten machen und du nicht so genau hingucken kannst. Ja, ich gucke schon sehr genau hin. Da kannst du dich aber drauf Ja, das verlassen, ist gell? meine Befürchtung. Nein, aber Ja. das machen wir dir auch ganz schön. Gut. Also, Also. Rainer, vielen, vielen Dank. Bleib gesund Okay. und Grüße an Hans-Hermann, wenn wir ihn das nächste Mal sehen oder du ihn Werde ich auf sprichst. jeden Fall ausrichten und Grüße nach HH, Ja, gell? danke. Ciao. Nicht nach, das ist in dem Fall Hamburg, Hummel, Hummel, gell? Ja, genau. Also, mein Lieber, tschüss. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.